Licht in dunkler Zeit. Weißt du, ich glaube wirklich, dass wir in ziemlich dunkler Zeit uns momentan befinden. Weltweit. Dass die Sachen weltweit wirklich alles andere als lustig aussehen. Und die Zukunft sieht auch nicht gerade lustig aus. Es ist bedrückend, es ist beängstigend, es ist dieses weltweite Klima von Angst, Sorge, Furcht, mulmigen Gefühlen, einer ganz, ganz abstrusen Grundstimmung und so weiter. Und das finden wir immer wieder auch in der Bibel. Ja, wo darüber berichtet wird, wo schwierige Zeiten waren, wo dunkle Zeiten waren, wo Zeiten waren, wo der Feind einfach geherrscht hat, wo andere über das Volk Gottes geherrscht haben und so weiter. Und da möchte ich dir diesen Bericht von den Makkabäern heute einfach mal weitergeben. Das steht gar nicht in der Bibel, aber es ist grandios, sich damit zu beschäftigen. Gut, also im Judentum gibt es im Winter. Und das ist meistens sogar ähnlich wie Weihnachten, so vom Zeitablauf her, ein Fest, was auch so eine Art Lichterfest ist. Chanukka. Chanukka, das ist ein ganz besonderes Fest, das kommt von den Makkabäern. Ich werde da gleich drüber, wie gesagt, berichten. Und da gibt es einen besonderen Leuchter. Wir würden sagen, ein neunarmiger Leuchter, stimmt nicht ganz, es ist ein achtarmiger Leuchter plus einem Dienerlicht, dem Schamasch. So, und es ist so, da wird also an 8 Tagen hintereinander während dieser Chanukka-Festzeit wird ein Licht angezündet. Also am ersten Tag eine Kerze oder ein Öllämpchen, am zweiten zwei, am dritten drei und so weiter. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ne? Kennst du ein bisschen vom Adventskranz. Gut, die Leuchter oder die Kerzen oder was immer da ist, die Öllämpchen, müssen alle 8 gleich sein, gleich hoch sein und so weiter. Und nur das 9., dieses Dienerlicht, das ist anders. Das ist also ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer oder zur Seite. Wir haben da ein paar Bilder, da kannst du das sehen. Es ist also herausgenommen. Das zählt in dem Sinne nicht mit, sondern ist das, mit dem die anderen angezündet werden. So, während dieser 8 Tage des Festes ist jedes öffentliche Klagen, jedes Trauern, jedes Fasten verboten. Es ist eine Freudenzeit, eine ganz besondere Zeit der Freude und wie gesagt, fällt in der Regel mit unserem Weihnachten so oder Adventszeit sehr eng zusammen. Es muss vom Einbruch der Nacht muss es dann mindestens eine halbe Stunde lang leuchten, die Kerzen. Also das ist wichtig, man setzt sich zusammen in der Familie, mindestens bis man so die Sterne sehen kann. Und es ist eine Zeit, wo die Familie sich alte Geschichten erzählt und einfach ja, über diesen Feiertag nachdenkt. Ja, eine interessante, besinnliche Zeit. Und bei dem ganzen Ding geht es um Licht. Und zwar um Licht, und zwar 8 Tage lang. Was ganz typisch jüdisch ist, ist, weil es bei der Story um Öl geht, ja, dem sogenannten Chanukka-Wunder, deshalb, weil das eine große Rolle spielt, da werden Speisen serviert, die mit Öl zubereitet sind. Das ist so richtig typisch jüdisch, wie sowas kombiniert wird. Ne? So, und zu den beliebtesten Chanukka-Gerichten, da zählen Latkes, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist relativ bekannt, das ist so eine Art Kartoffelpuffer, und natürlich Krapfen und alles, was irgendwie mit Öl zu tun hat. Okay, gut, das mal vorneweg. Dieses Fest Chanukka, das Fest der Tempelweihe, erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels unter Judas Makkabäus im Monat Kislev des Jahres 164 vor Christus. So, das war nämlich der Tempel zuvor von dem griechischen Feldherrn Antiochus der Vierte, der sogenannte der Rasende, ne, geplündert, entweiht und geschändet worden. Und dann unter den Makkabäern ist der Tempel sozusagen wieder geweiht und worden und wurde dann wieder genutzt für den Gottesdienst. So, wie ich vorhin schon sagte, diese Story findest du nicht im Alten Testament. Die wird nur im Neuen Testament mal kurz erwähnt. Aber vorher mal so der große Überblick. Wo befinden wir uns überhaupt mit dieser Story? Schau, du kennst König David. König David war in Jerusalem, hatte die Stadt erobert mit dem Herrn und seine Herrschaft aufgerichtet.
Unter Salomon wurde dann der Tempel gebaut in Jerusalem. Unter dessen Sohn zerfiel das Reich schon in zwei Teile, das sogenannte Nordreich. Das waren diese 10 Stämme und eben das Reich Juda, wo also viele Leviten waren und vom Stamm Benjamin und so weiter. Und das war das sogenannte Südreich, hatte sich schon getrennt, haben auch teilweise sich sogar bekämpft, teilweise dann auch wieder im Frieden zusammengelebt. Und das Nordreich ist dann von den Assyrern besiegt worden und die sind alle weggeführt worden. Das sind diese sogenannten verlorenen 10 Stämme, hast du bestimmt mal gehört. Das Südreich, das war gottesfürchtiger, das lebte, bestand noch länger, ist aber dann auch gefallen unter dem König Nebukadnezar, der Babylonier, und die leitende Schicht, sage ich mal, wurde in die babylonische Gefangenschaft geführt. Ja, das war diese babylonische Gefangenschaft, die 70 Jahre, wo das Volk also dann weggeführt worden ist. Der Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört, es gab keinen Gottesdienst, es war wirklich schwierig. So war diese Situation. Dann, nachdem die Babylonier von den Medern und Persern wiederum besiegt worden sind, durften sie wieder nach Hause gehen. Das ist diese Story unter den Medern und Persern, wo dann die Sache mit Esther ist und dann Esra, der dann wieder nach Jerusalem gegangen ist, den Tempel wieder aufgebaut hat. Später Nehemia, wie ich schon vor kurzem darüber gesprochen habe, ein super cooler Typ, der dann die Stadtmauer aufgebaut hat. Und mit Nehemia, so vom Zeitstrahl her, hört dann das Alte Testament auf. Dann gab es noch parallel den Propheten Maleachi und dann ist Schluss. Dann endet das Alte Testament. Ja, und für die Juden ist dann Schluss, das ist dann der Abschluss ihrer heiligen Bücher. Und für uns geht es dann weiter mit dem Neuen Testament, mit den Berichten, die wir da finden können. Und dazwischen ist eine Lücke von 400 Jahren, etwa 400 Jahren. Und in dieser Phase, diesen 400 Jahren, da war ja nicht nichts. Da passierten ja alle möglichen Dinge und Veränderungen. Ja? Wir haben da also, die sind wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen und haben Tempel und Stadt wieder aufgebaut. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, sind auf einmal die Römer da und haben das ganze Land unter ihrer Fuchtel und Herodes und so weiter. Da ist ja was passiert in der Zeit dazwischen. Und in dieser Zeit dazwischen, da gibt es die Bücher der Apokryphen. Die hast du bestimmt mal gehört. Das sind keine Bücher, die, sagen wir mal, biblischen Stellenwert haben. Das sind keine heiligen Schriften. Aber es sind Bücher, die sehr interessant sind, die historisch auch sehr interessant sind und die wirklich gute geistliche Kost sind. Also genauso wie du ein gutes geistliches Buch liest und daraus, sagen wir mal, Kraft ziehst und die Weisheit zu dir sprechen lässt und einfach aufgebaut wirst, so kannst du diese Bücher von den Apokryphen auch lesen. Das sind gute Literatur. Und unter anderem gibt es da drin eben die beiden Bücher der Makkabäer. Und die beschreiben ganz genau die Zeit, was da passiert ist, unter damals der griechischen Herrschaft. Denn, wir hatten gehört, die Perser, also Meder und Perser, ja, hatten die Herrschaft von den Babyloniern übernommen und irgendwann wurden sie besiegt von den Griechen unter Alexander dem Großen. Nun hat Alexander der Große nicht sehr lange gelebt. Das war ein sehr erfolgreicher, irrwitzig erfolgreicher Feldherr und sein Reich, das war aber nur, glaube ich, 12 Jahre oder was. Dann starb er schon überraschend und sein ganzes irrwitzig großes Herrschaftsgebiet wurde an seine Generäle verteilt. Und da hat der, für den hier für unsere Berichterstattung interessant ist, wo es um das Land Israel geht, das nannte sich Syrien. Ja, das wurde also dem syrischen Reich zugeschlagen und da gab es dieses von den generell kommenden Herrschergeschlecht und das nennt man die Seleukiden. Die Seleukiden, die sind sehr wichtig. Also die Seleukiden sind welche, die eine Dynastie gegründet haben, vor etwa 2200 Jahren war das, und die eben damals Autorität und Herrschaft über das Heilige Land hatten. So, diese Seleukiden waren am Anfang relativ neutral, relativ den Juden wohlgesonnen, das lief eigentlich ganz gut, ja, aber irgendwann hat sich das Ganze ein bisschen
stressig entwickelt. Ja, es kam zu Unterdrückung, es kam zu zunehmenden Problemen. Und vor allen Dingen gab es da etwas, das nannte man die Hellenisierung. Die Griechen waren ja bekannt bis zum heutigen Tag für ihre Kultur und ihre Philosophie und die ganzen Sportspiele, Olympische Spiele und so weiter und für Heldensagen und ihren ganzen gigantischen Götter, Himmel, Damen, was nicht alles und ihre hohe Kunst und so weiter. Und die haben einen gigantischen Einfluss gehabt. Also das war damals das, was angesagt war. Das war wirklich top, ja. Das waren diejenigen, die den Standard gesetzt hatten. Die Griechen waren diejenigen, die wussten, worum es geht, ja. Auch, sagen wir mal, wissenschaftlich und so weiter. Und da war es natürlich so, dass jetzt ein Volk, was eine, was weiß ich, 1500 Jahre altes Brauchtum hatte, ja, unter Mose mit dem Gesetz und so weiter, ja, das war halt dann schon alt, ne? Das war jetzt vielleicht nicht mehr ganz top an der Edge, sondern das war so ein bisschen, naja, also manche haben gesagt, also wir lassen das mal hinter uns und wir gehen mit der Zeit. Und da war einfach dieser Hellenismus, das war angesagt. Und viele aus dem Judentum haben das extrem cool gefunden. Die wollten mit ihrem ganzen alten Brauchtum nichts mehr zu tun haben. Das erschien ihnen wirklich nicht angebracht, sondern sie wollten modern sein, sage ich mal, dabei sein. Und so gab es innerhalb der jüdischen Gesellschaft große Kreise, die dieses Hellenistische genommen haben, ja, die das haben wollten, die auch mit den Griechen dann, sagen wir mal, gemeinsame Sache gemacht haben, die das wirklich positiv fanden. Und da wurde beispielsweise in Jerusalem ein großes Sportstadion gebaut, ja, so richtig, wie du es dir vorstellst, Sportstadion, wo eben dann dort Sportveranstaltungen stattfanden. Und diese Sportveranstaltungen waren natürlich so, wie so ein bisschen wie Olympia mit allen möglichen Disziplinen, die es da schon gab. Und jetzt gab es für einige jüdische Männer, die da gerne dabei sein wollten, ein Problem. Weil die Sportler waren nackt. Ja, sie waren immer nackt, wenn sie da ihre sportlichen Übungen und Wettkämpfe gemacht haben. Jetzt waren die aber natürlich beschnitten. So, und das war unmöglich für die. Und dann haben die tatsächlich sich, so wird es berichtet, operieren lassen, was auch immer da gelaufen ist, um im Grunde genommen sich wieder eine Vorhaut da dran basteln zu lassen. Ja, so sehr waren die dahinterher, dass sie auf jeden Fall dort dabei sein konnten. Ja, das wollten die unbedingt haben. Sie wollten dabei sein. Und diese Hellenisten, ja, mit dem ganzen Einfluss, auch mit diesem ganzen Götterpantheon, das sie hatten, mit dieser ganzen Kultur, mit diesem Götzendienst, all das, das haben die begeistert aufgenommen und aufgegriffen. Und dadurch war tatsächlich das Judentum ernsthaft von innen bedroht. Gut. Der Hang zur Welt, der Hang zum Zeitgeist, das war es, was hier das Problem war. Ne? Gut, die Griechen hatten zu der Zeit nicht die Absicht, die Juden, sagen wir mal, physisch zu vernichten, sondern der Feind hat eine viel subtilere Waffe eingesetzt. Er versuchte sie nur zu hellenisieren. Ja, so nach dem Motto, behaltet eure weisen Bücher, eure Gesetze, euer Brauchtum, ja, könnt ihr behalten. Aber seid doch vernünftig, bereichert die mit unserer Weisheit, schmückt sie mit unserer Kunst, unserer Lebensart. Das ist doch was ganz was anderes, ja, ihr könnt das ja machen, aber nehmt das doch auch auf. Erleuchtet euer Leben mit unserer griechischen Kultur und mit unserer Philosophie. Hey, die griechische Philosophie, Weltklasse. Könnt ihr was von lernen, ihr mit eurem verstaubten Yahweh? Ha? So, ihr könnt euren Gott ja auch im Tempel verehren. Haben wir ja nichts dagegen. Ja, ist ja gut. Aber verehrt doch auch den Menschen. Verehrt den Menschen, der beispielsweise beim Sport ja Höchstleistung erbringt. Ne? Verehrt den menschlichen Körper ja durch Kunst. Ne? Seid doch nicht so spießig. Wir bauen nebenan, ja, neben dem Tempel sozusagen, das Sportstadion. Ne? Und da kannst du dann auch Verehrung und Jubel und Begeisterung reinbringen. Studiert eure Tora, ist ja gut.
Haben wir ja nichts dagegen, ne? Aber ihr könnt doch da auch die Grundsätze von Philosophie und Ästhetik und Rhetorik und so weiter, könnt ihr doch da einfließen lassen. Seid doch vernünftig. So auf dem Level ging das. Ja, und du merkst schon, was da für eine subtile Art und Weise ist, die im Grunde genommen sagt, kannst du alles haben, kannst du alles machen, aber du nimmst noch was dazu von unserer griechischen Kultur. Und wie gesagt, da gab es eine riesig hohe Bereitschaft von großen Teilen im Judentum, das so zu machen, ja, Kompromisse einzugehen. Ne? Und das war zeitgemäß, das war trendy, das war angesagt, raus aus dem uralten Brauchtum. Gut, auf der anderen Seite gab es jetzt diese, die uns da in den Büchern der Makkabäer als die Gottesfürchtigen beschrieben werden. Ja, und die haben gesagt, Moment mal, das ist heidnische Verführung. Hier geht es um die Grundlage unseres Glaubens. Hier geht es um die Grundlage dessen, was Gott für uns hat. Hier geht es um eine Sache, um alles oder nichts. Wir beugen uns vor keinem Zeitgeist, ja, und wir werden uns nicht berauben lassen von dem, was Gott uns gesagt hat. Es ist unsagbar wertvoll. Ja? Und die Gegner waren nicht nur die Griechen oder die Herrscher mit ihrer Kultur und ihrem System, sondern es war im eigenen Volk die Leute, die eben kompromissbereit waren. Die gesagt haben, nein, wir laufen mit der Welt. Nein, wir wollen das genauso haben wie alle anderen um uns herum. Nein, wir wollen angesagt sein. Nein, wir wollen den Zeitgeist haben. Muss bei uns auch sein. So, das heißt, du hast Feinde von innen und Feinde von außen. Ja? Die Liberalen, so heißt es im Buch der Makkabäer, die abgefallenen Juden. Gut, jetzt gab es einen hohen Priester zu der Zeit, der hieß Jochanan. Und dieser Jochanan, der hat das Problem erkannt. Ja, der, ich meine, der hatte schon Einfluss, war schon hochmächtiger Mensch, ne? Und der hat gesehen, also dieses griechische Ideal, das ist diese äußere Schönheit, ja, und bei uns im Judentum, da geht es um die göttliche Wahrheit, es geht um was völlig anderes, ja, die moralische Reinheit der Tora, ja, was uns gegeben ist. Und auf der anderen Seite erlebte diese Förderung der griechischen Kultur teilweise auch aggressiv, und er hat gemerkt, das ist eine Bedrohung, das ist eine Bedrohung für die Grundlage des Glaubens. Und er hat Widerstand gemacht. Er hat sich gegen diese syrisch-griechischen Bräuche gestellt, und das hat den Zorn seiner jüdisch-hellenistischen Leute auf ihn gezogen. Gut, soweit der Stand. Jetzt wird es langsam spannend. Dann kam nämlich ein neuer Herrscher an die Macht. Der Typ war eben dieser Antiochos der Vierte. Antiochos IV., der wurde Herrscher, genannt der Rasende. Der Typ war, um mal den Sprung zu heute zu machen, ein echtes Vorbild für den Antichristen. Ja, ganz interessant. Der wollte sein Reich, also syrienmäßig, wollte der einen. Ja, der wollte einen, der wollte, sollte alles zu einem Volk werden. Ja, der wollte, dass die einzelnen Völker und Nationen und Gruppen ihre Eigenarten aufgeben, um zu einer großen Einheit zu finden. Lest in 1. Makkabäer 1, Vers 41. Ja, das Gesetz, die Gesetze sollten in Vergessenheit geraten. Das alte Brauchtum sollte vergessen werden. Eine Einheit, eine Religion, ein großes Volk, ein Herrscher, ein alles ein. Ja, eine gemeinsame Religion und Kultur. Falls dir das irgendwie bekannt vorkommen sollte, sage ich dir, das ist eine gute Sache, dass dir das bekannt vorkommt. Ja, so. Und da hat er auch versucht, den Juden ihre Individualität zu nehmen. Erster Schritt war, er hat die Tora verboten. Oha, die Tora verboten. Das Studium der Schrift verboten. Den Kern, das Wort Gottes verboten. Das war ein ganz brutaler Schritt gegen das Judentum. Ja? Und dann hat er diesen hohen Priester ersetzt durch dessen eigenen Bruder. Der war nämlich Hellenist. Der hat besser in Kram gepasst. Der wurde jetzt Hohepriester. Und der Typ wurde unter dem Namen Jason bekannt. Der hat das genutzt und hat also griechische Bräuche da im Tempel und so weiter eingeführt. Der hatte da wenig Stress. Allerdings hat er nicht lange
in dieser Position sich erfreuen können, denn es gab einige politische Intrigen und ein gewisser Typ namens Menelaos tauchte auf der Bildfläche auf und der hat dem König gesagt, pass auf, gib mir den Hohenpriester-Job, ich werde dafür sorgen, dass da mehr für dich bei rauskommt, rein finanziell. Der hat sich den Job gekauft und dann wurde dieser Jason abgelöst und dieser Menelaos kam in Position. Daraufhin hat dann der alte Hohepriester Jochanan protestiert und man hat ihn umgebracht. Und die Mörder wurden von diesem Menelaos gedungen. Das heißt, der amtierende Hohepriester wurde zum Mörder eines vorhergehenden Hohenpriesters. Auf dem Level bewegen wir uns jetzt hier. Ja? Also das war wirklich schon ziemlich weit unten mit den politischen Intrigen. Ne? Danach kam es zu zunehmenden Repressalien, zu zunehmendem Stress. Es kam zu zunehmendem Terror von diesen Griechen, weil dieser Antiochus eben gesagt hat, ein Volk, eine Einheit, eine Religion, eine Kultur, nichts mit Eigenarten und irgendwelchen Gottesdienst hier. Wir machen das alles nach meiner Vorstellung. Das galt nicht nur für die Juden, das galt für alle Völker, die in seinem Herrschaftsbereich waren. Der wollte eine Einheit schaffen. Ne? Gut, und dann entwickelte sich die Sache extrem uncool. Zunächst einmal hat er den Tempel in Jerusalem, den Ort, wo Gott gesagt hat, hier soll meine ewige Wohnstätte sein, diesen Tempel, den hat er zu einem Haus von Götzenanbetung gezielt machen lassen. Er hat überall heidnische Bildnisse aufgestellt. Das war schon mal wirklich übel. Ja, wo einfach Götzenstatuen, ja, diese griechischen Götter auf einmal da waren und eben auch verehrt werden sollten. Dann irgendwann gab es noch einen drauf. Dann hat er eine Zeus-Statue mit seinen eigenen Gesichtszügen auf dem Tempelhof platzieren lassen. Zeus. Letzte Woche haben wir über Europa gesprochen und über diese Macht von Zeus. Zeus ist ein Bild für den Teufel. Zeus ist ein Bild für Satan. Ja, der Oberste des dämonischen Pantheons. Ja, es ist immer ein Bild für Satan. In Pergamon, der Zeus-Altar, ja, wird in dem Buch der Offenbarung als der Thron des Satans beschrieben. Und hier sind wir natürlich weitaus vorher, aber hier haben wir diese Situation, dass dieser Herrscher, dieser dämonisierte Herrscher auf dem Tempelplateau eine Zeus-Statue hinbauen lässt mit seinem eigenen Gesichtszügen und dann hinterher Anbetung verlangt. Was ist die größte Absicht des Teufels? Er will die Anbetung haben. Der Mensch ist geschaffen zur Anbetung. Vorhin hatten wir das Thema Anbetung. Der Mensch ist geschaffen zur Anbetung und der Feind will die Anbetung haben, die Gott zusteht. Schau mal, als Jesus in der Wüste versucht wurde, hat der Teufel gesagt, ich gebe dir alles. Alles. Komplett alles. Ohne jeden Stress brauchst gar nichts. Du kriegst alles. Bist gekommen, um alles zu erobern. Ich gebe dir alles. Du musst nur mich anbeten. Das war dem Feind alles wert. Er will die Anbetung haben. Anbetung, das ist es, worum es geht. Das ist das, was Menschen Gott geben und das ist das, was er für sich haben will. Und genau das ist hier passiert. Ein satanisches Bildnis und die Anbetung wurde eingefordert. Wir finden das übrigens einige Jahrhunderte später in ganz ähnlicher Weise nochmal nach dem Bar Kochba-Aufstand. Das war über 300 Jahre später oder etwa 300 Jahre später. Da war es so, dass Jerusalem dann komplett geschleift worden ist, also das heißt, dass es gepflügt worden ist, ja, die Stadt wurde komplett wirklich platt gemacht und dort hat man auf dem Tempelplateau dann wieder ein Bildnis aufgerichtet, ein Jupiterbildnis, was das gleiche ist, Zeus und Jupiter ist das gleiche, einmal griechisch, einmal römisch und auch wieder mit den Gesichtszügen des Herrschers und auch wieder war da die entsprechende Anbetung eingefordert. Warum? Weil das ist die Absicht des Teufels. Und wenn du bei der Offenbarung siehst, ja, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt und dort angebetet werden will, in Jerusalem, das ist genau das, worum es geht. Exakt das ist es, worum es geht. Und das haben wir hier schon mal gefunden. Gut, dann, nachdem also diese Zeus-Statue da im Tempelhof war, der hatte sich schon informiert, der Antiochus, wurde ein Schwein geopfert. Und das war für die Juden natürlich das Gräuel. Das war wirklich absolut, das ging gar nicht. Ein Schwein. Und mit dessen Blut
ist man ins Allerheiligste und hat das Allerheiligste besudelt. Eine gezielte Attacke gegen das, was Gott heilig ist. Gegen das, was er gesagt hat. Etwas, was wirklich übel ist. Ja? Den Hellenisten war das ziemlich egal, aber für den Teil des Volkes Gottes, was festgehalten hat an den alten Werten, an dem, was Gott gesagt hat, ja? Für die war das das Entsetzlichste, was sie sich vorstellen konnten. Entweiht. Der Tempel wurde entweiht, er wurde geschändet. Ja? Und das fand an einem bestimmten Tag statt. Danach wurde es noch schlimmer. Der Tempel wurde zu einem Zeus-Heiligtum umgebaut. Ja? Ein Zeus-Heiligtum. Wie gesagt, Zeus ist Satan, der die Anbetung will. Und das passierte genau an der Stelle, wo Gott angebetet werden sollte. Da hat er sich hingesetzt. Dann wurden sogar ausschließlich Schweine als Opfertiere erlaubt. Andere Opfer wurden überhaupt nicht mehr akzeptiert. Danach wurde das Einhalten der göttlichen Gesetze bei Todesstrafe verboten. Hey, die Leute mussten mit dem Tod bezahlen, wenn sie beispielsweise ihre Kinder beschnitten haben. Ja, wenn sie die Speisegesetze gehalten haben und sogar wenn sie den Sabbat gehalten haben. Wer das getan hat, der musste mit dem Tod bezahlen. Es war bei Todesstrafe untersagt. Ja? Danach wurde der Gottesdienst komplett verboten. Einfach abgesagt. Die Torarollen wurden konfisziert und wurden verbrannt. Man wollte das auslöschen, man wollte das ausrotten, man wollte das komplett vom Erdboden wegmachen. Satanisch. Ja, satanisch. Und dieser Typ, dieser Antiochos, der nannte sich selbst Theos Epiphanes. Der sichtbare Gott. Der Gott auf Erden. Ja. Kaiserverehrung im Sinne von Götzendienst. Das waren die ersten Vorläufer. Und da sehen wir etwas, wie satanisch dieses System sich da entwickelt hat. Ein satanisches System voller Macht, voller Brutalität, das einfach gegen die Dinge Gottes gegangen ist. Ja? Und du musst hier einfach mal zuhören und vielleicht deine Rückschlüsse ziehen über die Situation, in der wir uns momentan befinden. Tausende von Juden haben sich widersetzt. Tausende starben als Märtyrer. Das wird berichtet im Buch der Makkabäer und das ist nicht so lustig. Ne? Aber Unmassen von Juden spielten mit. Unmassen haben das akzeptiert. Unmassen haben sich gebeugt. Unmassen haben sich weggeduckt. Unmassen haben gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ja? Haben die widergöttlichen Maßnahmen der Obrigkeit akzeptiert. Haben mit den Wölfen geheult. Und haben ihre Werte einfach mal so weggeworfen auf diesem Altar des Zeitgeistes, dem Altar, der gerade dran war. So, aber damit nicht genug. Das war ja jetzt im Wesentlichen in Jerusalem. Dann wollte Antiochos, dass das flächendeckend umgesetzt wird. Wie gesagt, nicht nur in Judäa, sondern überall in seinem ganzen Reich. Flächendeckend umgesetzt wird. Und dazu hat er Soldaten ausgeschickt, die sind also von Ort zu Ort gezogen, haben Altäre aufgebaut und haben dann dort ein Götzending hingestellt oder sowas und wollten eben die Anbetung des Volkes haben. Die wollten alle, sollten das anbeten. Und wer dazu nicht bereit war, der musste fliehen. Die Leute sind in die Berge geflohen, sind in die Höhlen geflohen, haben sich versteckt und es war keiner mehr sicher von denen, die gottesfürchtig waren. Für diejenigen, für die das kein Stress war, die überhaupt kein Problem hatten, da irgendwelche Götzen anzubeten, für die war das kein Thema. Die hatten ein gutes Leben, die kamen auch in Position. Ja? Aber diejenigen, die am Herrn festgehalten haben, für die wurde es schwierig. Es war wahrlich eine extrem dunkle Zeit. So, die Legionen des Antiochos drangen in alle Städte ein, und versuchten die Bewohner zum Götzendienst zu zwingen. Zwingen. Zwang. Ne? So. Wie gesagt, die flohen dann weg. Sie waren nirgends sicher. Die wurden verfolgt. Wen immer sie erwischt haben, den haben die einfach hingemetzelt. Es gibt beispielsweise im Buch der Makkabäer, im ersten Buch, einen Bericht von einer großen Zahl von Leuten, die sich da versteckt und verschanzt hatten in Höhlen. Und das war am Sabbat, als die Soldaten sie gefunden haben. Und
Die Soldaten haben die einfach niedergemetzelt und die haben keinerlei Widerstand geleistet, weil Sabbat war. Ja, also das war wirklich brutal und das waren etwa 1000 Leute, die da einfach abgeschlachtet worden sind. Das heißt, es war eine extrem dunkle, extrem schwierige Zeit, wo dieser griechische, monströse, widergöttliche Geist wirklich wie im Triumphzug vorwärts gegangen ist. Und wo das Volk Gottes wirklich unter Bedrängnis war und unter Not war und in dieser Dunkelheit war und flüchten musste. Ne? Und dann habe ich einen Psalm gefunden, den Psalm 74, und dachte, das ist ja der Hammer, weil das beschreibt genau solch eine Situation. Psalm 74. Der Psalm 74 ist etwa 800 Jahre vorher geschrieben worden, und zwar zu einer Zeit, wo es überhaupt sowas nicht gab. Das, was, ich lese dir gleich vor, was hier beschrieben wird im Psalm 74, hat nichts mit der Situation zu tun, von dem, was da war, als er geschrieben worden ist, von Asaf. Das war zur Zeit Davids. Da gab es die Situation, die er beschreibt, hier nicht. Es ist hochprophetisch. Er hat eine Schau gehabt über solche Notzeiten und hat diesen Psalm geschrieben. Psalm 74. Gott, warum hast du verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Herde deiner Weide? Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast, von Alters. Erlöst zum Stamm deines Eigentums, des Berges Zion, auf dem du gewohnt hast. Erhebe deine Schritte zu den ewigen Trümmern. Und jetzt kommt's. Alles hat der Feind im Heiligtum verwüstet. Das war zur Zeit Davids nicht der Fall. Ne? Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen des Sieges gesetzt. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt. Bis auf den Grund entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst sie uns allesamt niederzwingen. Sie haben alle Versammlungsstätten Gottes im Lande verbrannt. Zeichen wir uns, sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner bei uns ist da, der weiß bis wann. Interessant. Zur Zeit David gab es Propheten. Asaf hat hier gesagt, es gibt eine Zeit, wo es keine Propheten gibt. Weißt du, wo im Judentum dieses Ding mit den Propheten ist? Das ist diese 400 Jahre. Da sagt man, das war eine Zeit, wo es keine Propheten gab. Interessant. Das hat er hier schon gesehen. Kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns ist da, der weiß bis wann. Bis wann, Gott, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Zieh sie hervor aus deinem Gewandbausch, mach ein Ende! Denk daran, der Feind hat gehöhnt, Yahweh, und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. Das waren all die, die mitgespielt haben mit dem Feind. Gib nicht den Raubtieren hin die Seele deiner Turteltaube. Das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll von Städten der Gewalttat. Das war das, wo die sich versteckt hatten, in den Höhlen, wo sie Schlupfwinkel hatten. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen. Den Elenden und Armen lass deinen Namen loben. Steh auf, Gott, führe deinen Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung durch den Toren den ganzen Tag. Vergiss nicht die Stimme deiner Widersacher, das ständig aufsteigende Getöse derer, die sich gegen dich erheben. Weißt du, wenn du dir anschaust, wie widergöttlich viele Dinge laufen, das ist auch das Getöse derer, die sich gegen den Herrn, gegen seine Maßstäbe, gegen sein Reden erheben. Das ist das Aufbegehren derer, ja, was kurz vor der Wiederkunft des Herrn passiert. Ja, das ist das, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Es ist sehr, sehr ähnlich zu dieser Phase damals bei den Makkabäern. So, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt kamen nämlich diese Truppen von diesem Antiochus in einen kleinen Ort namens Modiin. Modiin,
Ja, ist nicht weit weg von Jerusalem. Da haben sie jetzt, die Beamten, haben auf dem Marktplatz sich hingestellt, haben einen Altar aufgebaut und haben dann gesagt, so, alle zusammenkommen. Und dann war da jetzt ein Priester und das war so eine Art Gemeindevorsteher, der kam ursprünglich aus Jerusalem, das war da so der Boss, sag ich mal, ne? Der hieß Mattijahu. Mattijahu. Und haben gesagt, hier, du bist hier der Chef, du bist derjenige, der jetzt hier einfach den Leuten sagt, wir werden jetzt hier das Opfer den heidnischen Göttern bringen. Ne? Es heißt da in 1. Makkabäer 2, Vers 15 wörtlich, da kamen die Beamten, die vom König den Auftrag hatten, die Einwohner zum Abfall vor Gott zu zwingen. Zum Abfall vor Gott zu zwingen. Ne? Genau das war die Situation. So, großer Showdown. In vielen Städten hatten die schon Erfolg gehabt. Ja, die Leute waren entweder geflüchtet oder sie haben eben mitgespielt. Und hier bei diesem Mattijahu, da war es das so, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, nein. Er weigerte sich. Nicht nur er, sondern auch seine Söhne und seine Anhänger. Sie haben ihre Treue zum Gott der Bibel bekundet, ja, und haben gesagt, wir stehen zu Israel, wir stehen zu den Verheißungen, wir stehen zu Yahweh. So, wir werden nicht opfern. Und in dieser Situation auf einmal kommt an ihm vorbei einer von den Juden, die Hellenisten sind, und sagt, gar kein Problem, ich mache das. Und will das Opfer darbringen und will diese Götzenbilder da anbeten. Und der Mattijahu sieht das, für ihn der Verrat an allem, was ihm heilig und wichtig und wertvoll ist. Und er geht hin und ersticht den am Altar, auf dem Altar. Und dann brechen die aus mit seinen Söhnen und sie gehen los gegen diese syrischen Beamten und die Soldaten und kämpfen gegen sie, bringen viele von ihnen um, nicht alle, und einige fliehen davon. Ja? So, dann haben sie den Altar zerstört. Das war der Startschuss für die Revolution. Das war der Startschuss für den Aufstand. Ja? Da war nichts mit, wir beugen uns der Obrigkeit, wir akzeptieren, was immer die von uns will, wir schlucken alles, wir vergessen unsere Werte, wir vergessen das, was uns heilig und wichtig ist, wir nennen Gutes böse und Böses gut. Nein, hier war auf einmal zu einem Punkt gekommen, wo es gesagt wurde, bis hierhin und nicht weiter mit diesem Mattijahu. Mattijahu hatte 5 Söhne. Johanan, Simeon, Judas, Eleazar und Jonathan. Und die wurden noch berühmt. So, jetzt wusste der gute Mattijahu natürlich, dass der König Antiochus eine Strafexpedition, ja, Militär gegen ihn schicken würde. Und so ist er mit den Leuten, die mit ihm waren, losgezogen in die Hügel von Judäa und hat sich auf den Guerillakampf verlegt, weil was anderes war gar nicht möglich. Ja, Guerillakampf. Jetzt haben sich viele andere, die sich da versteckt hatten und geflohen waren, haben sich zusammengefunden, sind also dazugekommen, sodass das also immer mehr wuchs, bis es so ein kleines Heer wurde. Ne? So, die kamen aus ihren Verstecken und Höhlen heraus und sind dann über Land gezogen, haben diese Altäre vernichtet, haben einfach versucht, den Götzendienst auszurotten und sind gegen diese Machenschaften dieser Zerstörung dessen, was Gott wichtig und heilig ist, einfach vorgegangen. Und die hatten erstaunlichen Erfolg. Aber Mattijahu war jetzt schon ziemlich alt und irgendwann merkte er, dass es mit ihm zu Ende geht und dass er dem Tode nahe ist. Und dann hat er seine Söhne um sich versammelt und hat ihnen gesagt, hat sie eindringlich gebeten, den Kampf zur Verteidigung fortzusetzen. Und da lese ich dir mal eine Bibelstelle vor, nicht Bibelstelle, falsch, aus den Apokryphen, ne? Eine Stelle vor aus 1. Makkabäer 2, die ist echt interessant. Und da merkst du, was für ein Spirit in dem war und was der für eine Perspektive hatte. Schließlich kam für Mattathias die Zeit, dass er sterben musste. Da sagte er zu seinen Söhnen, nun sind über uns Hochmut und Strafe gekommen, die Zeit des Zusammenbruchs und lodernder Zorn. Ja? Jetzt ereifert euch für das Gesetz, meine Söhne.
setzt euer Leben ein für den Bund unserer Väter. Denkt an die Taten, die unsere Väter zu ihren Zeiten vollbrachten. Erwerbt euch großen Ruhm, einen ewigen Namen. Wurde Abraham nicht für treu befunden in der Erprobung? Und wurde ihm das nicht als Gerechtigkeit angerechnet? Josef hielt das Gebot, als man ihn bedrängte, und wurde Herr über Ägypten. Pinhas, unser Ahnherr, ereiferte sich für Gottes Sache und empfing den Bund ewigen Priestertums. Weil Josua seinen Auftrag erfüllte, wurde er Richter in Israel. Kaleb sprach als Zeuge vor dem Volk der Wahrheit. Darum bekam er ein Erbteil im Land. David hielt die Treue. Darum erhielt er den Königsthron als ewiges Erbe. Elia kämpfte mit leidenschaftlichem Eifer für das Gesetz und wurde in den Himmel aufgenommen. Hanania, Asaja und Mischael hatten Vertrauen, darum wurden sie aus den Flammen gerettet. Das waren die drei Männer im Feuerofen. Weil Daniel unschuldig war, wurde er dem Rachen der Löwen entrissen. Überdenkt unsere ganze Vergangenheit. Keiner, der ihm vertraut, kommt zu Fall. Habt keine Angst. Und jetzt pass auf, mach deine Ohren auf und überleg, was das für dich heute bedeutet. Habt keine Angst vor den Worten eines bösen Menschen. Seine Herrlichkeit verfällt der Fäulnis und den Würmern. Heute noch reckt er sich hoch empor. Morgen schon ist er verschwunden. Denn er ist wieder zu Staub geworden und mit seinen Plänen ist es aus. Meine Söhne, seid stark und mutig im Kampf für das Gesetz. Das waren die Abschiedsworte von diesem Priester zu seinen Söhnen. Und dann starb er. Und du merkst, was da für ein Spirit drin ist. Du merkst, an was er anknüpfen wollte. Du merkst, was er in die Jungs hineingepflanzt hat, was er hineingegeben hat. Er hat gesagt, hey, war dir mal bewusst, für was du stehst. Ja, tut nicht das, was Gott euch gegeben hat. Einfach so der Beliebigkeit dahingeben. Es gibt einen Kampf zu kämpfen, es gibt einen Lauf zu laufen und ich möchte, dass ihr den lauft. Gut, dann hat sein Sohn Judas, beziehungsweise Jehuda, wurde dann der Nachfolger. Und der hat den Beinamen gehabt, Maccabi. Maccabi, ja, wurde bekannt als Judas Maccabäus. Maccabäus steht für der Hammer. Hammer. Maccabi ist ein Wort, ja, was die Anfangsbuchstaben eines hebräischen Satzes beinhaltet. Mi kamocha bei Elim Hashem. Wer ist wie du, oh Gott? Wer ist wie du, oh Gott? Und gleichzeitig das als Hammer. Hammer. Ne? Gut. Er war jetzt derjenige, der diese Partisanengruppe, die schon ziemlich groß geworden war, angeführt hat. Jetzt hat dieser König Antiochos das mitgekriegt und hat gesagt, naja, jetzt ist also erstmal dieser alte Weg, mal gucken, wie es weitergeht. Und er hat seinen General geschickt, Apollonius, und der sollte jetzt eben diesen Judas Maccabäus aufspüren und einfach mal eben vernichten, beseitigen. Diese lästige Landplage musste weg, ja, und da hat er seinen besten General geschickt, das durfte ja keine große Sache sein. Die Truppen von dem Apollonius waren in Ausrüstung und Zahl weit überlegen, ja, weit überlegen. Aber weil die Makkabäer wussten, um was es geht, weil sie voller Kampfesbereitschaft waren, ja, weil die wussten, sie kämpfen wirklich für etwas, ja, haben sie gesiegt. Sie haben diesen General erledigt, der fiel bei der Schlacht. Apollonius wurde getötet, ja, und der Judas, der hat von diesem General das Schwert genommen und das hat er bis zu seinem Lebensende geführt, ja. Und was hier ganz interessant ist, ist natürlich, in solchen Fällen haben die natürlich Waffen und Ausrüstung erobert.
Und das war natürlich für eine Partisanengruppe extrem wichtig. Das waren ja normale jüdische Bürger, die haben in der Landwirtschaft oder sonst was gearbeitet. Ja? Und die kamen auf diese Art und Weise zu Waffen. Und diese Waffen waren extrem bedeutsam für das, was dann kommen sollte, für diese ganze Entwicklung. So, als der Antiochos das mitgekriegt hat, war er wirklich nicht amüsiert. Das fand er extrem uncool. Das war doof, was da lief. Und dann hat er, kam dann die nächste Truppe unter einem anderen Heerführer namens Seron. Ja? Und da habe ich wieder einen Text, den ich dir vorlesen möchte, aus 1. Makkabäer 3. Auch interessant. Da war es jetzt so, jetzt kam dieser Seron mit einem großen Heer. Und die Makkabäer als kleine Kampftruppe, ja, vielleicht waren noch nicht mal alle dabei, die haben das jetzt mitgekriegt. Und dann kam es zu folgender Situation. Als jetzt die Leute von dem Judas Makkabäus das Heer sahen, das gegen sie ausgerückt war, sagten sie zu Judas, wie können wir mit so wenig Leuten gegen eine solche Übermacht kämpfen? Außerdem sind wir ganz erschöpft. Wir haben heute noch nichts gegessen. Judas antwortete, es kann leicht sein, dass viele wenigen in die Hände fallen. Für den Himmel macht das keinen Unterschied, ob er durch viele oder wenige Rettung bringt. Denn der Sieg im Kampf liegt nicht in der Größe des Heeres, sondern an der Kraft, die vom Himmel kommt. Diese Leute da ziehen voll Hochmut und Bosheit gegen uns in den Kampf, um uns mit unseren Frauen und Kindern auszurotten und unsere Habe zu plündern. Wir aber kämpfen für unser Leben und für unsere Gesetze. Der Himmel wird sie vor unseren Augen vernichtend schlagen. Darum habt keine Angst vor ihnen. Und dann, und das war der Punkt, ist er sofort in den Angriff gegangen. Ohne eine Minute länger zu warten. Er hat sofort angegriffen. Hier heißt es, kaum hatte er das gesagt, da stürzte er sich überraschend auf die Feinde und Seron und sein Heer wurden vor seinen Augen aufgerieben. Das war Gott, der sich dazugestellt hat. Das ist die gleiche Güte, wie du es im Alten Testament findest. Mit Gideon oder mit Jonathan oder dann bei David und so weiter. Ja? Bei Josaphat. Immer wieder finden wir diese Berichte, wo der Herr sich einfach dazugestellt hat und eine Übermacht einfach beseitigt hat. Ja? Das findet man sogar noch in Israel bei den Befreiungskriegen und so weiter. In ganz heutiger Zeit einfach. Ne? Wo der Herr sich dazustellt und durch wenige gigantische Siege hervorbringt. Nach diesem Misserfolg, da war der Antiochos jetzt wirklich aufgescheucht. Ja? Und dann hat er enorme militärische Kräfte eingesetzt, um diese kleine Truppe von Partisanen da zu überwältigen. Es heißt, dass er alle Streitkräfte seines Reiches zusammengeholt hatte. Das hat ihn ein Vermögen gekostet. Das heißt, er hat seinen Staatsschatz dafür platt gemacht, leer gemacht. Ja? Er hat alles, was er überhaupt hatte, hat er investiert, um die zu beseitigen. Ja? Eine gigantische Übermacht. Er hatte zwei Generäle, zwei erfahrene Generäle, Nikanor und Gorgias. Ja, die haben das Land durchkämmt mit ihrer Armee. 40.000 Mann und dazu noch 7.000 Reiter. Reiter war extrem gefährlich, ja, für die damalige Zeit. Ja. Und sie sind wirklich systematisch durch das ganze Land gegangen. Aber Judas Makkabäus und seine Brüder waren natürlich entschlossen, ja, den Tempel, das, was Gott ihnen gesagt hatte, ihre Familien, ihr Land, bis zum Tod zu verteidigen. Und dann können wir lesen bei den Makkabäern, wie sie einen Bittgottesdienst machen, wie sie fasten, wie sie zusammenkommen. Sehr interessant, das zu lesen, wie die Situation da war, ja, weil sie auf Gott vertraut haben. Sie wussten, sie haben rein so militärisch keine Chance, aber mit dem Herrn haben sie vertraut. Und was war? Sie haben gewonnen. Und dann ging das weiter. Im nächsten Jahr hat dann der Herrscher 60.000 Soldaten geschickt. Mit 5.000 Reitern. Und dann im nächsten General oder Heerführer. Ja, Lysias hieß der. Und wieder haben die Makkabäer gewonnen. Das ist also wirklich interessant, wie
wie einfach diese Story lief. Und in der Regel einfach, weil sie, ohne irgendwie großartig zu warten, einfach sofort in den Angriff reingegangen sind. Nachdem das so gelaufen ist, ja, sind sie jetzt nach Jerusalem gezogen und haben die Stadt befreit. Das war ja das, worum es ihnen eigentlich ging. Sie haben die Stadt befreit. Sie haben den Tempel, der wirklich geschändet war, der auch stark demoliert war, haben sie gereinigt, haben den ganzen Mist rausgeschmissen, haben ihn von den Götzen gereinigt, ja, was die Syrer dahingestellt hatten, und haben dann auch einen großen neuen Altar bauen wollen, also den Brandopferaltar. Der war natürlich versaut mit den ganzen negativen Opfern. Der wurde abgetragen und sie haben einen neuen gebaut, damit dort einfach wieder der Herr in richtiger Weise angebetet werden konnte. So, und dann haben sie dieses Heiligtum, was wirklich schwer verwüstet war, haben sie am 25. Kislev, 165 vor unserer Zeitrechnung, wieder neu eingeweiht. Das war der Tag, wo dieses Chanukka-Fest seinen eigentlichen Kern hat. Chanukka heißt Einweihung. Einweihung. Ja? Und das war an dem 25. Kislev. Und das war genau der gleiche Tag, der auch einige Jahre zuvor eben das war, wo dieses Schwein da zum allerersten Mal geopfert worden ist. Das war das jüdische Jahr 3622. So, jetzt gab es aber folgende Situation. Man hatte da die Menorah und man hat jetzt gesucht, was ist da, was ist noch rein, was kann man noch brauchen, und sie haben nur ein Behältnis, eine Kanne oder ein Amphore oder was, mit Öl gefunden, was geweiht war, was also für den Gottesdienst zulässig war, wo sie wussten, okay, dieses Öl kann verwendet werden, um die Menorah damit zu entzünden. Und sie haben geguckt und es war für einen Tag. Mehr war nicht. Und sie brauchten 8 Tage, um neues Öl einfach von den, vom Ablauf her wieder zu weihen, damit das für den Tempeldienst geeignet war. Ja? Die Priester wussten, wie man dieses Öl herstellt und so weiter, und sie brauchten diese 8 Tage. So, und sie hatten jetzt nur noch für einen Tag genug Öl. Und dann haben sie die Menorah damit gefüllt. Und das Wunder war, und das ist das, wo diese ganze Chanukka-Geschichte dann auch mit diesen Leuchtern dann drauf fußt, dass der Herr Gnade geschenkt hat, und das Öl hat die gesamten 8 Tage lang durchgebrannt. Es hat so lange gebrannt, bis neues, reines, geheiligtes Öl hergestellt war und dann der Leuchter damit wieder befüllt werden konnte. Das ist das Eigentliche, worum es da geht. Und deshalb die 8 Tage und deshalb das Licht, was da genutzt wird, und deshalb das mit dieser Tempelweihe, ja, der Einweihung des Tempels. Ein Wunder, was der Herr geschenkt hat. Und durch dieses Ölwunder wurde auch nochmal völlig klar, dass der Triumph nicht auf die Kriegstechnik und nicht auf die tollen militärischen Leistungen und so weiter basierte, nicht auf menschliche Ursachen, sondern dass es wirklich vom Herrn gewesen ist. Er hat Leute genommen, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben, und hat diese Hellenisten vertrieben. Aber er brauchte Leute, die gesagt haben, ja, ich bin bereit, vorwärts zu gehen. Und jetzt lese ich hier nochmal aus dem Buch der Makkabäer das vor, diese betreffende Stelle, die findest du in 1. Makkabäer 4, Abvers 52. Und am 25. Tag des 9. Monats, der Kislev heißt, standen sie früh auf und opferten nach dem Gesetz auf dem neuen Brandopferaltar, den sie aufgerichtet hatten. Zur gleichen Zeit und am gleichen Tage, an dem die Heiden das Heiligtum entweiht hatten. Und sie hielten das Fest der Weihe des neuen Altars 8 Tage lang und opferten mit Freuden Brandopfer, Dankopfer und Lobopfer. Und es herrschte sehr große Freude im Volk, dass die Schande von ihnen genommen war, die ihnen die Heiden angetan hatten. Und Judas und seine Brüder und die ganze Gemeinde Israel beschlossen, dass man jährlich vom 25. Tag des Monats Kislev an 8 Tage lang das Fest der Weihe des neuen Altars mit Freude und Fröhlichkeit halten sollte. So, das war vor fast 2200 Jahren, und seitdem wird im Judentum dieses Fest gefeiert. Weißt du, was interessant ist? Wir haben in der Bibel, wo Gott das Mose gegeben hat, ja die biblischen Feste.
Ja, also sehr interessant, ganz wichtige, wertvolle Feste, die Heilsgeschichte ist da drin kodiert. Extrem spannend, sich damit zu beschäftigen. Aber das hier war natürlich kein von Gott angeordnetes Fest. Das ist kein biblisches Fest, sondern es ist ein Fest, was im Laufe der jüdischen Geschichte entstanden ist. Ja, was von den Makkabäern gestiftet worden ist. Chanukka, ja. Und das ist genau wie mit Purim, auch ein Fest, was im Laufe der jüdischen Geschichte entstanden ist, was von Esther gespendet worden ist. Ja, wird bis zum heutigen Tag gefeiert, sind aber keine biblischen, sprich von Gott angeordneten Feste, sondern jüdische Feste, die im Laufe der Geschichte dann eben gespendet worden sind. Und das ist diese Story von Chanukka. Das ist das, wie das zu verstehen ist. Ja, das war diese brisante Situation, die wirklich gefährlich war. Also es war wirklich eine Situation, wo das Judentum in dem Sinne, wie es biblisch ist, hätte ausgerottet werden können. Dieser hellenistische Einfluss war nicht zu unterschätzen. Der war gewaltig, der war aggressiv, der war brutal. Man hat versucht, alles auszurotten. Alles. Wenn man das liest im Buch der Makkabäer, die waren extrem aggressiv, wie die vorgegangen sind. Das waren Soldaten, die haben alles ausgerottet. Und solche Sachen wie Herodes Kindermord in Bethlehem, das war da auch an der Tagesordnung, solche Sachen. Ja? Aber hier hat der Herr Menschen gefunden, die aufgestanden sind, die gesagt haben, ich akzeptiere nicht diesen elenden Zeitgeist, ich akzeptiere nicht dieses Ding, wo hier uns was übergestülpt werden soll, was die Dinge, die uns wertvoll sind und heilig sind, uns raubt. Sondern wir stehen dafür ein, und wenn es unser Leben kostet. Der Herr hat ihnen Sieg über Sieg über Sieg geschenkt, bis hin, dass sie den Tempel hier wieder weihen konnten. So, und im Judentum war das eine Riesennummer. Das wurde groß gefeiert, das war wichtig. Und guck mal, das war 190 Jahre knapp vor Jesus, bevor er im Tempel war. Und in der Bibel, im Neuen Testament, da finden wir eine Stelle, wo er im Tempel war zu Chanukka. Ja? So, jetzt überleg mal. Da ging es bei Chanukka um die Vertreibung der feindlichen Besatzungsmacht durch Leute, die aufstehen, wie Judas Makkabäus, die in Position kommen, die sagen, wir lassen uns das nicht bieten. Wir gehen mit der Hilfe des Herrn dagegen vor. Was haben die Juden erwartet? Einen kämpferischen, siegsreichen Messias, der die Römer aus dem Land treibt. Die Situation erschien denen ganz deckungsgleich. Die haben gesagt, hier die Römer, die sind so verhasst, wir brauchen diesen Messias, der die rausschmeißt wie damals Judas Makkabäus und später seine Brüder. So einen Messias wollen wir haben. Und dann, es gab diese Festzeit von Chanukka, wo man daran natürlich gedacht hat. Und jetzt pass mal auf, wenn du Johannes 10 ab Vers 22 liest. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Und Jesus ging im Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei heraus. Wenn du der Messias bist, wenn du der bist, der verheißen ist, wenn du derjenige bist, der als siegreicher Feldherr die Römer aus dem Land jagt, sag es uns. An diesem Tag war das die logischste aller Fragen, die sie ihm stellen konnten. Sie haben gesehen, da ist Power, da ist Autorität, der hat ein wie soll ich mal sagen, etwas, was sie an Judas Makkabäus erinnert hat. Ja? Der hat was gehabt, wo die Leute mitgegangen sind, hinterhergegangen sind. Er hätte das Potenzial gehabt, die Römer aus dem Land zu schmeißen. Natürlich! Und sie haben gesagt, bist du der Christus? Bist du der Messias? Sag's uns frei heraus. Lass es uns wissen. Und das natürlich an Chanukka. Völlig logisch. Weißt du, für die messianischen Juden, die christusgläubigen Juden, ist es natürlich so, wenn sie sowas hier wie Chanukka feiern, sie denken natürlich an Jesus als das Licht der Welt. Ja? Das gekommen ist, wirklich Licht zu sein. Ne? So. Er ist derjenige, der Licht ist. Und er ist nicht derjenige, der gekommen ist, um die Römer aus dem Land zu vertreiben. Er kam nicht, um das Land zu befreien oder sein Volk zu befreien, sondern er kam, um die Menschheit zu befreien. Und auch nicht von einer feindlichen Besatzungsmacht, sondern von der Macht der Sünde, des Teufels, des Todes, der Verdammnis. Ja? Sein Kampf richtete sich nicht auf Fleisch- und Blutebene, wie bei Judas und seinen Brüdern. Ja, die seinen Kampf dann, nachdem er gefallen war, irgendwann später weitergeführt haben. Sondern Jesus
hat gekämpft auf einem völlig anderen Level. Im Geist hat er die Mächte und Gewalten attackiert, die sich damals schon zu Judas Makkabäus Zeiten natürlich manifestiert hatten. Diese satanischen Kräfte, die das Volk Gottes vernichten wollten. Ne? Jesus kam, um der verlorenen Menschheit den Weg zu Gott zu bahnen, Licht in die Finsternis zu bringen, zu retten, zu befreien und zu erlösen. Dass er kam, dass dieses Licht kam, war das Größte, was jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Ja? Er war nicht ein Befreier, ein Messias in der Art, wie es Judas Makkabäus gewesen ist. Er war ein Befreier, ein Messias für alle Menschen. Für immer. Und er musste sein Leben darbringen als Opfer für immer. Weißt du, es gibt nichts, was wichtiger, wertvoller und bedeutender ist als die Menschwerdung Gottes. Dass das Licht selbst in diese Dunkelheit kam. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Das ist das, woran wir bei Advent denken. Dass er kam. Ja? Dass er Mensch wurde. Weißt du, dieses ganze Ding mit dem Baby, ja, und so weiter und das ganze Brauchtum und das ganze Ding, das kannst du gerne zur Seite lassen. Aber dir bewusst sein, Jesus Christus kam, wurde Mensch aus der ewigen Gegenwart Gottes in diese Schöpfung hinein, um den Weg für uns zur Freiheit zu bringen, um uns alle zu retten und zu erlösen, um wirklich, wirklich, wirklich Licht zu bringen. Nicht 8 kleine Lämpchen, sondern wirkliches Licht, echtes Licht, Licht, was in die Ewigkeit reicht. Das, ja, ist tatsächlich etwas, was man feiern kann. Und das ist etwas, was wir auch feiern sollten und wo wir uns darauf fokussieren sollten. Ja, wann immer du das machen möchtest, ist mir egal. Ja, wenn du es zu Weihnachten tust, ist es mir recht. Ja, feier Christus, den gekommenen Erlöser und Erretter. Ne? Das ist es, worum es geht. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Halleluja. Halleluja. Aber ich möchte da noch ein bisschen drüber nachdenken. Was ist das, was können wir für uns lernen? Was ist da für ein Fazit für dich und mich drin? Es ist ja schön, so eine Story zu hören, ja, dass da die Makkabäer große Siege hatten mit der Zeit des Herrn, ja, wie eben viele der Herrscher im Alten Testament. Aber was bedeutet das für dich und mich? Ich hatte schon vorhin gesagt, die Situation ist gar nicht so unterschiedlich zu der, in der wir leben. Ja, da ist ja auch dieses Ding mit dem Zeitgeist, ne? Der Zeitgeist, da ist das, was uns versucht zu hellenisieren, in Anführungsstrichen. Ja, irgendwas so dazwischen zu mixen mit unserem Glauben, ne? Und da gibt es verschiedenste Versuche. Das eine ist beispielsweise durch Angst, ja, wenn da irgendwelche Macht ausgeübt wird, wenn das uns droht, ne? Du musst das machen, so wie damals unter Antiochus die Soldaten. Oder aber wenn es schmeichelt und wirbt oder schleimt oder so uns lockt, das gibt es ja auch. Kommt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, kommt ganz unterschiedlich an. Aber es ist etwas, was da ist und was uns die Basis unseres Glaubens rauben will. Ich sag mal, was uns hellenisieren will, wie damals. Was uns das wegnehmen will, was uns heilig und wichtig und wertvoll ist. Was uns das wegnehmen will, was wirklich der Kern unseres Glaubens ist. Wo irgendwas dazugemixt wird oder irgendwas weggenommen wird. Und das darf nicht sein. Wir müssen gewaltig aufpassen. Und das ist die Absicht dieses elenden Zeitgeistes. Ja? Dann heißt es beispielsweise wie damals, hey, du kannst dein Leben mit Kultur, von mir also mit Philosophie doch erleuchtern. Behalt doch deine Bibel, haben wir ja nichts dagegen. Ist doch gut, ist doch prima, ja. Aber hey, brauchst doch nicht blöd sein, ja. Guck doch mal, Weisheit, Kunst, Lebensart. Ja, ein bisschen fernöstliche Weisheit kann doch da mal reinfließen, ja. Oder was die Philosophen so gesagt haben. Auch Marx hat gute Sachen gesagt, wirklich, ja. Und ein bisschen Esoterik, ach, stell dich doch nicht so an, ne. Diese Sachen kann man da reinholen. Denk doch mal ein paar Dichter und Denker vielleicht früher, ne. Oder akzeptier doch mal das, was da so als Wissenschaft daherkommt. Ja, wenn was wissenschaftlich ist, es ist nicht zu hinterfragen. Ist absolut gesetzt. Ja, da kannst du deine Bibel gegen vergessen. Ne? Ja. Oder medizinisch, was so medizinisch ist, was von der Richtung kommt. Und dann bist man ganz schnell dabei, dass es heißt, Glaube und.
Glaube und irgendwas. Glaube und Evolution. Glaube und liberale Theologie. Glaube und Freimaurerei. Wenn du denkst, das kommt nicht oft vor, dann irrst du dich. Das ist sehr weit verbreitet in der Christenheit in leitenden Kreisen. Freimaurerei. Ja? Glaube und das Horoskop. Glaube und ein bisschen Pendeln oder so, solche Sachen. Hey, ja, ein bisschen weiße Magie. Glaube und Anthroposophie und Glaube und irgendwas mit Glaube und. Und wir merken gar nicht, was für ein schleichendes Gift hineinkommt und unseren Glauben uns komplett beraubt. Ja, ihr könnt ja Gott verehren, ist doch kein Stress, mach doch. Aber guck doch mal, Menschen, das ist wie damals. Hey, im Sport, die Filmstars, ja, Erfolg, Kunst, Ästhetik, hey, es gibt doch so viel, was man sich angucken kann. Ist doch Sachen, die sind spannend. Hey, da ist die Politik, ja, die Medien, guck doch mal, was da kommt, da musst du dich verbeugen. Und abgesehen davon, lebt doch mal ein bisschen, probier doch mal was aus. Ja, es gibt Dinge, die können dir weiterhelfen, sei nicht so prüde, mal ein bisschen mit Drogen rumexperimentieren. Ja, wir haben Mittel gegen Stress, es gibt auch Medizin, ne? Es gibt doch alles Mögliche. Und abgesehen davon, ein bisschen Porno, ein bisschen Gewalt, ein bisschen Horror, stell dich doch nicht so an. Studier ruhig deine Bibel. Aber du musst die auch durch den Filter des Verstandes lassen. Guck mal, Gott hat dir doch einen Verstand gegeben, den musst du einsetzen. Ne? Deshalb brauchst du moderne Erkenntnis. Du musst da schon die Wissenschaft nutzen und das, was man rausgefunden hat. Ne? Also bitte nicht so basismäßig, so fundamentalistisch, ja, so biestig. Sei doch ein bisschen offen. Genau das sind die Sachen, denen du und ich heute ausgesetzt sind und die uns konfrontieren. Sei liberal, sei offen für alles. Ja? Pass deinen Glauben dem heutigen Leben an. Werte, deine Werte, Gottes Werte, was ist das denn schon? Ne? Schau doch mal. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sache, dass es heißt, ja, ich akzeptiere den Zeitgeist, ich will nicht auffallen. Ich will nicht auffallen, ich will nicht anders sein, ich will dazugehören. Ja? Ich will ja eben nicht prüde, spießig sein. Als Gemeinde, wir müssen sein wie die Welt, wir wollen sie doch erreichen. Da können wir doch nicht so altbacken daherkommen. Wir müssen sein wie die Welt, dass die wirklich auch merkt, wir haben was für sie. Ne? Nicht so verstaubt. Man muss mit der Zeit gehen. Man muss wissen, was abgeht. Und kaum bist du in dem ganzen Ding drin, wird die Gemeinde wie die Welt. Weißt du was? Warum sollte die Gemeinde sich bekehren? Warum sollte die Welt sich bekehren, wenn die Gemeinde wie die Welt ist? Wenn da kein Unterschied ist? Warum sollten Nicht-Christen überzeugt sein, wenn die Christen sich die gleichen Ängste machen, die gleichen Sorgen haben, die gleichen Befürchtungen haben, die gleichen Ziele haben wie alle Welt um sie herum, wo sie gar keinen Unterschied sind? Warum sollten sie zum Herrn finden? Ich sage dir eins, das ist ein Trugschluss. Wann immer Christen gedacht haben, wenn wir so sind wie die Welt, dann werden wir die Welt gewinnen. Es hat noch nie funktioniert. Niemand akzeptiert den Glauben, der genauso ist wie die Welt. Es hat noch nie funktioniert. Und ich möchte dir hier, und dann komme ich auch bald zum Schluss, dieses Buch empfehlen. Es ist von Daniel Kolender. Das letzte Buch, was in Deutsch erschienen ist von ihm, Daniel Kolender, Drachen töten heißt das. Und in diesem Buch, es geht um geistliche Kampfführung, da gibt es einen interessanten Bereich, denn er schreibt ausführlich und lange über Zeitgeist. Zeitgeist. Es ist ein ganzes Kapitel, was er hier über Zeitgeist schreibt. Und das Interessante ist, dass das Wort Zeitgeist ein Lehnwort ist. Das gebrauchen auch viele andere Sprachen, inklusive den Amis, ja, für dieses Phänomen, den Zeitgeist. Das hat man aus der deutschen Sprache übernommen, weil wir waren da scheinbar besonders clever drin, das zu übernehmen. Und so lese ich dir aus diesem Buch hier, Drachen töten von Daniel Kolender, was du übrigens bei uns im Shop bestellen kannst, wenn du möchtest, ein bisschen was vor. Dinge, die früher tabu waren, sind jetzt in Mode.
Wie konnte das passieren? Wie werden ganze Länder kommunistisch oder faschistisch? Wie erklärst du dir die vielen radikalen Veränderungen unserer Kultur, insbesondere im Westen, die in den letzten Jahrhunderten passiert sind, wie die Renaissance, die Reformation, die wissenschaftliche Revolution, die Aufklärung? Wir scheinen in einer Epoche der Revolutionen zu leben. Wie erklärst du dir, dass Philosophien, die in irgendeinem Vorlesungssaal unter biederen Akademikern entstehen, schnell zu Leitprinzipien der Gesellschaft werden und ihren Weg in die Sprache und das Denken einfacher Menschen finden, die keine Ahnung haben, woher diese Ideen stammen? Viele Menschen plappern unwissentlich Prinzipien des Postmodernismus, Marxismus oder Relativismus nach. Kinderbücher geben die Ideen Freuds, Maslow, Kants, Jungs und Piagets weiter. All diese Strömungen scheinen auf merkwürdige Art und Weise zusammenzuarbeiten, als würden sie von einer kosmischen Werbeagentur orchestriert, die seit vielen Jahrhunderten daran arbeitet, die Denkweise der Menschen zu dem zu machen, was sie ist. Doch es ist interessant zu beobachten, wie sich der Zeitgeist jeder Ära in den meisten Fällen im Widerspruch zur christlichen Weltsicht befindet. Feindschaft gegenüber Christus und allem, wofür er steht, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Dieser Hass äußert sich sowohl stillschweigend als auch ausdrücklich. Genau dieses Phänomen meinte Johannes, als er über den Geist des Antichristen schrieb, der jetzt schon in der Welt sei. 1. Johannes 4, Vers 3. Heute beherrscht Satan die gesamte Welt dadurch, dass er das Denken der Menschen versklavt. Lass dir das nochmal ein bisschen bewusst sein. Heute beherrscht Satan die gesamte Welt dadurch, dass er das Denken der Menschen versklavt. Der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, sagt die Bibel. Siehe 1. Korinther 4, Vers 4. Doch diese Denkweise scheint oberflächlich betrachtet nicht offensichtlich dämonisch zu sein. Tatsächlich fühlt sie sich ziemlich natürlich an. Genau das ist das Problem mit dem Zeitgeist. Wie gesagt, Daniel Kolender hat ein ganzes Kapitel darüber geschrieben und sehr interessant, sich damit zu beschäftigen und das zu lesen, weil es auch ein Wort für unsere Stunde ist. Was ich dir also sagen möchte und dir weitergeben möchte, jetzt hier bei dieser Story von den Makkabäern, ganz persönlich für dich und auch für mich, ist Folgendes. Gib nicht auf. Halte fest, bleib dran. Lass dich nicht deiner Werte berauben. Egal wie die Situation aussieht, egal wie sich der Feind aufbläht, egal wie siegreich er zu sein scheint, nimm deinen Stand ein und sag, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich mache dieses Spielchen nicht mit. Ich nicht. Anderer Aspekt, lass dir deinen Tempel nicht besudeln durch irgendwelchen Dreck. Dein Tempel ist dein Leib. Pass auf, was du damit machst. Lass ihn nicht besudeln. Ja? Bleib rein. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Geh in den Widerstand gegen den Feind. Das ist das, was die gemacht haben. Jesus sagt, beziehungsweise das Neue Testament sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Kämpfe für das, was Gott wichtig ist. Und heule nicht mit den Wölfen. Heule nicht mit den Wölfen. Spiel nicht mit. Anderer Aspekt. Das Öl, und das spricht von der Salbung des Heiligen Geistes, das Öl mag vielleicht wenig erscheinen, aber es reicht aus. Der Herr kann ein Wunder tun. Deine Salbung, deine Befähigung, deine Begabung erscheint vielleicht ganz klein. Gott kann ein Wunder tun, egal wie wenig es aussehen wird. Es ist genug da. Gott versorgt dich, Gott kümmert sich um dich. Dann nenne das nicht gut, was Gott böse nennt. Und nenne das nicht böse, was Gott gut nennt. Und viele, viele, viele Christen in der westlichen Welt sind genau in der Gefahr, in diese Falle hineinzugehen.
sei vorsichtig. Pass dich nicht an. Beuge dich nicht vor dem System. Die Bibel ist voll von Berichten über Menschen, die, egal wie es ausgesehen hat, ja, am Herrn festgehalten hatten, ihren Stand genommen haben. Das war das, was der alte Priester seinen Söhnen weitergegeben hat, wo er gesagt hat, hier, schau doch mal, ja, da war Abraham, da war David, da war Elia, denk doch mal dran, ja, die Helden des Glaubens, ne? Diese Leute, denk dran, die Bibel ist voll davon. Denk an Gideon, die Wolke der Zeugen, von dem die Bibel spricht im Hebräerbrief. Die Wolke der Zeugen, hey, nicht die Wolke der Ja-Sager, die Wolke der Angepassten, die Wolke der Mitläufer. Die Wolke der Zeugen, die bezeugt haben, die gestanden haben für das, was Gott hat. Ja? Diejenigen, die eben sich nicht weggeduckt haben und nicht mitgespielt haben. Ne? Wie beispielsweise Esther, Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego, Noah, Nehemia, Elia, Elisa, Jonathan, David und so weiter und so weiter. Die Bibel ist voll davon. Nimm deine Position ein. Ja, halte fest an dem, was der Herr in dich hineingelegt hat. Stell die Sachen nicht einfach zur Disposition, die der Herr dir gibt. Halte fest an den guten und wichtigen Dingen, die Gott uns gegeben hat. Ja, es ist so gefährlich in der jetzigen Phase, auf irgendwas zu schauen, sich von irgendwas überwältigen zu lassen, auf irgendwas zu gucken, auf falsche Dinge sein Vertrauen zu setzen, ja, und sich zu beugen vor einem elenden, widergöttlichen Geist. Das Amen. Amen. Yes. Also für mich hat es sich das durch das Ganze jetzt bestätigt, das, was wir am Anfang gesagt haben, Gott ist treu. Gott ist treu. Amen. Gott ist treu. Er hat seinen Bundesschluss gegeben und er hat Leute, die in diesen Bundesschluss eingewilligt haben, du und ich. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann hast du ein Bündnis mit ihm und dann kannst du dich darauf verlassen, dass Gott treu ist. Absolut. Ob du mit viel kommst oder mit wenig kommst. Richtig. Ob viel Feind dir entgegensteht und du nur eine kleine Kraft hast, Gott weiß es und er ist treu zu seinem Wort und zu dem Bündnis, was er mit uns hat. Absolut. Absolut. Genau. Wir dürfen nicht auf den Feind schauen, auf das Weltsystem, auf den Zeitgeist oder was immer sich da so bedrohlich aufbläht, sondern auf den Herrn. Ja, manchmal denke ich, es ist beides. Es ist das, dass wir im Natürlichen diesen Zeitgeist sehen. Wir sind im natürlichen Leben darin damit konfrontiert. Aber dieses Packen, dieses hier stehe ich und ich kann nicht anders und ich werde nicht anders und ich will nicht anders. Hm. Und die Position einzunehmen, aufzustehen und zu laufen, den Lauf zu laufen, der uns verordnet ist. Ich glaube, das ist diese Mega-Botschaft. Ja. Abgesehen davon, dass es wirklich diese Wunder gibt, wie mit diesem Öl in diesem Leuchter. Also Gott hat für uns alle noch ein... Wie soll ich sagen? Ein Ding offen. Etwas, wo er Wunder tut, wo wir gar nicht damit gerechnet haben. Das ist das Zeugnis vor allen Dingen, also vom Alten Testament ganz intensiv, aber auch im Neuen Testament, sich nicht zu beugen vor dem System, nicht die Dinge zu akzeptieren, die nicht gut sind. Ja? Siehe die drei Männer im Feuerofen, alle um sich herum sind niedergefallen und haben dieses Bild angebetet. Ja? Mhm. Alle, auch Juden, auch Leute, vielleicht ihre besten Freunde, was weiß ich. Und die drei haben gesagt, egal was es ist, wir bleiben stehen. Und sie sind durch diese extreme Herausforderung erhoben worden. Mhm. Ja, in Position gekommen. Aber sie mussten da erstmal durch. Hey, das kann für uns genauso gelten. Ja? Oder aber man kuscht und macht mit und versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Ja? Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Zum Verderben. Sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Amen. Genau. Das ist es, was für uns gilt. Wir haben zu widerstehen und wir haben unseren Stand einzunehmen und wir haben für die Wahrheit zu stehen und wir haben unseren Kampf zu kämpfen. Amen. Amen. Und das genau beten wir jetzt nochmal für euch, für dich, für uns,
Vater im Himmel, wir wollen dir wirklich jeden jetzt hier anbefehlen, dass du ihm Kraft gibst, sich zu erheben über die Dinge, die ihm entgegenstehen. Yes. Dass du Weisheit schenkst aus deinem Heiligen Geist, dass du Salbung freisetzt, dass du Wunder tust. Du bist ein wundertuender Gott, der an unserer Seite ist, der ein Bündnis mit uns hat. Und wir preisen und wir ehren dich, Herr, dass du uns jetzt mit Kraft erfüllst, Kraft zu stehen, Kraft zu laufen, Kraft unseren Lauf fortzusetzen. Und wir preisen und wir ehren dich. Wir erheben deinen Namen. Du hast Reichtum, Macht, Ehre, Herrlichkeit, alles, alles erheben wir vor dir. Yes. Herr, wir brauchen in dieser Zeit deine Kraft für das Standing. Amen. Herr, in uns glauben wir nicht, dass wir diese Kraft haben. Wir brauchen von dir diesen Geist der Stärke, diesen Geist des Zeugnisses. Genau. Und ich bete dafür, dass du für uns alle einfach eine frische Berührung deines Heiligen Geistes hast, der uns in diese, der weiterhilft in dieser Phase. Wir brauchen Öl. Mehr von dir. Mehr Öl. Ja, Öl. Wir brauchen diese Salbung. Mehr wir brauchen Öl. Das Öl des Heiligen Geistes, was auf uns kommt. Wir brauchen dieses Feuer. Wir brauchen diese Taufe des Heiligen Geistes. Wir brauchen mehr von dir. Amen. In dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo es so dunkel ist, wo wir leuchten sollen, wir brauchen dieses Öl. Ja. Wir brauchen das, was du für uns hast. Wir brauchen in dieser Dunkelheit das, was du für uns hast, damit wir leuchten können. Du sagst, wir sollen Licht sein. Wir sollen Licht sein, damit die Menschen das sehen. Nicht unterm Scheffel, sondern hoch erhoben. Und das spreche ich aus. Ich segne dich. Streck mal deine Hände aus, wenn dich das betrifft. Sei bereit zu empfangen vom Herrn. Wir beten jetzt für dich, dass du wirklich eine frische Berührung des Heiligen Geistes empfängst. Jetzt. Mach dich bereit, wenn dich das betrifft. Ja? Im Namen Jesus Christus bete ich für alle, die sich jetzt hier mit uns verlinken, die alle die jetzt hier einfach ihre Herzen öffnen, dass der Heilige Geist in einer neuen Art und Weise sie berührt und erfrischt und segnet. Empfange! Yes. Bossa kabashia kabadaya kasaya malamanaya kasambo manho korasi kabadaya kashi kalamasaya 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 kalamasaya. Das heißt, der Herr segnet dich jetzt. Er erfüllt dich. Er berührt dich. Er erfrischt dich. Er lässt seinen Geist in neuer Weise auf und in dich kommen. Er tut es. Er tut es. Er tut es. Er tut es. Jetzt. Nimm das Öl dieses Heiligen Geistes jetzt auf. Yes. Füll das jetzt in deinen inneren Menschen. Füll dieses Öl. Mach da Platz in dir. Mach Raum in dir, dass dieses Öl dich vollkommen erfüllen kann. Das Öl des Heiligen Geistes ist die Salbung des Heiligen Geistes. Und die Salbung trägt die Kraft. Die Salbung trägt diese Wiederherstellung deines Geistes, deiner Seele und deines Körpers. Und diese Salbung setzt frei, dass du ihn anbeten kannst, in Geist und in Wahrheit. Und dass du den Herrn lieben kannst, von ganzer Seele und ganzer Kraft und mit allem, was dich ausmacht. Amen. In dem Namen Jesus. Wir setzen das frei, dass du sagen kannst, Herr Jesus, ich liebe dich. Amen. Ich liebe dich von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Yes. Und dass du auch sagen kannst, Heiliger Geist, ich liebe dich. Ja, Amen. Und dass du sagen kannst, Vater, ich liebe dich. Yes. Ja, er ist drei in eins, um dich zu sehen. Amen. Ja, ja, das und stimmt. Wir sprechen aus, dass da diese Erfrischung, diese Berührung in dich hineinkommt und an dir wirkt. Es gibt einige Leute, die, glaube ich, sich wünschen, diese Geistestaufe zu empfangen, die sich wünschen, in Zungen sprechen zu können. Ja? Und da sage ich dir einfach, öffne dein Herz und wenn du allein bist mit dem Herrn, wenn du allein bist mit dem Herrn, unter der Dusche oder im Bett oder von mir aus allein im Auto, dann lass es fließen. Lass es fließen. Sag dem Herr, lass es fließen. Und dann machst du einfach den Mund auf und du wirst feststellen, dass es kommt. Ja? Der Herr hat das für alle seine Kinder. Ja. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann steht es dir zur Verfügung. Das ist nicht für irgendwelche Supergeistlichen. Das ist für uns alle.
Ja, und jeder von uns, wir, das war uns auch nicht, ja. Wir waren nicht in Gemeinden, wo das gelehrt wurde, ja. Wir waren Leute, die da auch ihren Weg hingingen, mit all den Zweifeln und so weiter, bis wir gemerkt haben, was der Heilige Geist, das ist Gott, hey, ja, wir werden in Ewigkeit mit ihm verbunden sein, was er für uns hat. Und wir dürfen uns dann herausstrecken, wir dürfen das empfangen. Und für diejenigen, die gerne möchten, möchte ich noch dieses Buch empfehlen, dieses Buch Bitten um den Heiligen Geist. Das ist schon lange vergriffen, aber wir haben ein PDF. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ja, ich möchte diese Geistestaufe erleben, dieses Buch hat schon sehr, sehr, sehr vielen Menschen geholfen. Schreib uns einfach an, es ist ein PDF, schicken wir dir kostenlos zu. Und ja, für dich, wenn du sagst, ich will da weitergehen, ich will da einfach mit dem Herrn dieses Empfangen und Erleben. Bitten um den Heiligen Geist. Ich glaube, dass das wirklich dieses Öl des Heiligen Geistes, dass das wichtig sein wird für die Zeit, in die wir gehen. Absolut. Wir brauchen dieses brennende Öl, wir brauchen dieses brennende Herz, wie die Emmaus-Jünger, die gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach. Das wünschen wir euch. Das wünschen wir euch für dieses Wochenende, dritter Advent. Wir wünschen euch das für die nächste Woche. Ich habe immer den Eindruck, die Zeit geht so ganz schnell. Die Zeit läuft ganz schnell ab. Und deswegen wünschen wir euch das, dass ihr jetzt in dieser Woche neues Wachstum aufnehmt, neue Salbung und neues Vorangehen mit dem Herrn. Ja. Und zum Abschluss noch mal kurz, also wie gesagt, mit dieses kostenlose PDF schicken wir dir gerne zu. Dieses Buch war erwähnt worden, Wir leben in Hoffnung. Das ist ein ganz interessantes Buch, was diese Gleichnisse Jesu aufgreift, auch mit den Jungfrauen. Auch die Zeichen der Zeit beleuchtet. Ja, ist ein kleines Büchlein, aber stark und kostet wirklich nur 3 €. Also das ist echt erstaunlich. Und hier ist das Buch Drachen töten von Daniel Kolender, aus dem ich vorgelesen habe. Also das Buch wird dich auch segnen. Es ist natürlich eine ganz andere Kategorie, 280 Seiten, aber das ist natürlich etwas, was wirklich, wirklich, wirklich dich im Glaubensleben weiterbringen wird. Das stimmt. Ansonsten beten wir dafür, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, dich segnet, dich führt, dir Kraft gibt, dir in dieser Phase von Angst und Sorge und Bedrängnis wirklich hilft. Ja, dass er, wo Beziehungen in Schwierigkeiten gekommen sind, dass er mit seinem Segen reinkommt und dass er einfach dir durchhilft in dieser Phase. Auch gerade, wenn du vielleicht in finanzieller Not geraten bist durch, was weiß ich, Kurzarbeit oder Unternehmer, die in Schwierigkeiten sind. Hey, wir beten für euch. Ja, Amen. Und du kannst uns gerne auch wieder deine Anliegen schicken. Wir beten für die Anliegen. Wir haben das Mosekörbchen, fühlt sich wirklich jeden Tag. Du solltest wissen, wenn du ein Anliegen hast, kannst du es uns einschicken. Wir nehmen das sehr ernst, wir bringen das vor den Herrn. Und ist einfach eine Möglichkeit, auf diese Weise Segen zu empfangen. Ne? Yes. Das ist wirklich was wir weitergeben können. Herzliche Einladung. Genau. Damit verabschieden wir uns von euch. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Zeit, die wir gemeinsam haben konnten. Und nächste Woche wieder. Und schön brennend bleiben. Schön brennend bleiben. Okay. Und wir verabschieden uns. Bis nächsten Freitag. Gott mit euch. Blessings. Ciao, ciao.